Lord Pappnase. Ja, da kommt dann so ein Typ, weißt du? Und er meint, er könnte mir mal so richtig schön in die Fresse reinhauen, verstehst du? Aber ich lass das nicht mit mir machen, verstehst du das? Ich hau dem selber mal eine rein. Ja, das mache ich. Ich hau dem selber eine rein. Und dann hau ich dir auch noch eine rein. Und deinen Freunden auch. Na, ihr Nasen? Heute erwartet euch ein wundervölliger Fist-Only-Run in Gothic 1. Sowas hat bestimmt noch niemand gemacht. Aber meiner ist bestimmt viel cooler. So nämlich. Nee, aber ernsthaft. Schaut bei Jorgensen vorbei. Richtig nicer Typ mit geilen Videos zu Gothic und anderen guten Rollenspielen. Zurück zum Run. Die Regeln kennt ihr ja mittlerweile von mir. Es darf nur mit den Fäusten gekämpft werden und natürlich verzichte ich auf Bugs oder Glitches. Und um es schwieriger zu machen, auch mal wieder keine Händler umhauen. Los geht's! Erstmal Mole Rats verprügeln. Bin ich eigentlich der Einzige, der die früher Molarat genannt hat? Das ganze Spiel testete ich dann auch gleich bei einem jungen Scavenger. Ich wollte hier erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie der Faustkampf sich denn so spielt. Ja, ziemlich wuchtig für den Anfang. Im alten Lager ging ich erstmal hier in das Fass, um zu meditieren. Ich bin völlig fassungslos. Mit Mordrak ging ich dann wieder Richtung neuem Lager. Da ich mich dem Sumpflager anschließen wollte, brauchte ich von dort nämlich den Traumruf. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch wieder Wasser an die durstigen Bauern verteilt. Die müssen ja hart arbeiten. Ich verteile Wasser, Wasser, Wasser überall, denn die Bauern müssen trinken. Ich verteile Wasser. Als Belohnung habe ich mich an der Truhe bei Lefty mal selbst bedient. Wie immer fröhlich Kraut verteilt und Akrobatik gelernt. Das hatten wir ja schon einige Male in den letzten Videos. Stellt's euch einfach bildlich vor. Lies Truhe habe ich dann auch noch mitgenommen. Bei Laris habe ich dann noch etwas Stärke gelernt, um die Fäuste stärker reinhauen zu lassen. Zusätzlich habe ich noch den Ring der Stärke bei Kronos geholt. Danach ging es ganz fix zur freien Mine, die Schürferklamotten holen. Ja. Gut, dann weißt du ja, worauf du zu achten hast. Hier ist Schutzkleidung. Eine Spitzhacke musst du dir suchen. Viel Spaß! Und zurück in der Taverne führte ich das Gespräch mit Jeremiah und dann später bei Horatio 5 Stärke Bonus abzuholen. Da ich mittlerweile noch ein Level Up hatte, ging ich erneut zu Laris für mehr Stärke. Ich glaube, ihr kennt hier ein Muster, oder? Im alten Lager zurück versteckte ich mich erstmal in diesem Fass hier. Mit Baal Pavess marschierte ich Richtung Lager der Bruderschaft. Jetzt mal ein Shoutout an Mordrak und Baal Pavess. Die retten mir bisher in jedem der Runs am Anfang den Arsch. Ich glaube, ich mach mal einen Run ohne die beiden. Ich hab da auch schon eine Idee. Im Sumpflager quatschte ich dann wie immer mit Lester und ging dann zum armen Gorim und hörte mir eine schöne, gemütliche Ansprache an. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum, weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe.
Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Dann war ein bisschen Schmieden für mich angesagt, um Geld für Heiltränke zu verdienen. Die werde ich nämlich noch brauchen. Harlock bekam dann auch volles Pfund aufs Maul. Klarer Sieger, würde ich sagen. Das Rezept hier noch schnell klaumopsen. Preis für die beste Wache geht hier übrigens an diesen hier. Dann mal wieder Richtung alte Mine. Diese Laufwege. Ich habe dann noch einen Abstecher bei Diego gemacht, um die Stärke zu vergrößern. Ich komme mir hier langsam vor wie in einem Dragon Ball Trainings Arc. In der Mine habe ich alle Quests mitgenommen, um Erfahrung zu sammeln, um noch mehr Stärke zu erlangen. Wichtig war hier aber vor allem die Liste von ihm und etwas Erz von Viper. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Ich bin dann auch noch ganz kurz ins neue Lager, um die Liste Laris zu zeigen. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer, das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Bei Diego habe ich dann die manipulierte Liste abgegeben und im alten Lager noch die restlichen Quests gemacht und abgeschlossen. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Hier, nimm das für deine Mühen. Ich habe mich dann auch in der Arena versucht gegen Kirgo und das lief sehr, 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 sehr gut. Für Kirgo. Mit Dusty im Schlepptau ging es wieder ins Lager der Bruderschaft. Im Sumpf angekommen, benebelte ich erstmal Baal Thyon und lieferte Dusty bei Baal Tondral ab. Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Für Baal Urun kloppte ich dann noch einige Blutfliegen, um die Sumpfkrauternte der Novizen einzusammeln. Ich sehe weit und breit keine Blutfliegen mehr. Dann hat mich der ehrwürdige Korkalom zwischen seinen wichtigen Experimenten als Novize aufgenommen. Danke an ihn, dass er so viel Zeit für mich hat. Ein echt netter Typ. Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Baal Urun sagt, ich habe mich als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Baal Thyon hatte dank mir eine Vision. Und? Baal Tondral sagt, ich soll die Robe erhalten. Ich habe einen neuen Schüler zu ihm geführt. Gut, wenn die Baals für dich sprechen, dann soll mir das reichen. Hier, zieh das an. Und jetzt geh und mach dich nützlich. Das war alles? Kein herzlich willkommen? Kein gar nichts? Herzlich willkommen. Gefällt mir schon viel besser. Spiel hier nicht rum, tu was. Hier, nimm dieses Kraut und bring es zu Gomez ins alte Lager. Kapitel 2 war gestartet. Ich machte noch einen Schwenk bei Kor Anga vorbei, um weiter Stärke zu leveln. Dann ging ich wie gewohnt hoch zu Nyras.
Nyras war verkloppt. Für mich ging es dann wieder ins alte Lager, die Sumpfkrauternte zu Raven zu bringen. Außerdem meine Belohnung bei Milton abholen. Hier nahm ich natürlich den Stärketrank. Ich nehme den Stärkering. Eine solche Wahl hatte ich von dir erwartet. Hier, nimm den Ring. Oh, guck mal, ein Fass. Wie toll. Bei der Krauthöhle im neuen Lager habe ich dann meine Überredungskunst benutzt, um das aufstrebende Startup zu unterbinden. Was? Warum bist du hier? Ich will euch warnen. Cor Kalom hat 5 Templer geschickt, die euch den Garaus machen sollen. Ah, oh, das glaubst du doch selbst nicht. Sie müssten jeden Moment hier sein. Verdammt, wir müssen weg! Außerdem war noch eine Abreibung für Lefty und dem Reislord offen. Oh, na warte, der entkommt mir nicht. Wo war ich denn? Ah ja, neues Lager. Ich wollte noch den Dammlurker verprügeln, da ich nun stark genug war. Von hier aus ging ich wieder in die alte Mine, mal wieder Eier boxen. Eier sammeln. Ich bin schon ganz verwirrt. Die Minecrawler waren gerade in Gruppen schon etwas schwieriger, aber gegen den Dampfhammer des Helden hatten sie keine Chance. Nachdem Zahnrad und Templerholen erledigt waren, öffnete ich das Tor und brachte mich hier in Sicherheit. 4 bis 6 Wochen später. Alles sicher? Okay. Auch hier boxte ich mich wieder durch. Die Minecrawler-Königin dauerte dann auch einen kleinen Moment. Ach komm schon, so knapp. Ja, nochmal. Na bitte, geht doch. Hat dir eigentlich schon mal jemand mit einem Vorschlaghammer einen Scheitel gezogen? Dann zu Diego die Eier zeigen. In Stärke wollte ich hier lernen. Ja, so war das. Shalom, Kalom. Kalom war dann auch wieder sehr erfreut über die Eier. Nun war es Zeit für mich, den Almanach zu holen. Nein, nicht den da. Da die Goblins als Nahkämpfer aber ein Graus sind, holte ich mir noch bei Gornatoth oder Tod, wer weiß das schon genau, noch die leichte Templerrüstung, um etwas mehr aushalten zu können. Die Goblins waren, naja, sagen wir, ich würde lieber nochmal Gothic 4 Arcania spielen, als die Goblinhöhle als Faustkämpfer zu durchstehen. Für euch aber mal wieder ein angenehmer Zeitraffer, ich bin schon ein bisschen neidisch auf euch.
Die Aufrufung des Schläfers überspringe ich an dieser Stelle auch mal, hatten wir in den letzten Runs schon genug gesehen. Kommen wir zum Anime-klassischen Filler-Arc. Da der Faustkampf ziemlich an meiner Lebensenergie zehrte, wollte ich mich noch mit mehr Heiltränken eindecken. Habe mir zuerst die nächstbessere Rüstung geholt und ich finde, die macht sich am Helden ganz gut. Von einer neuen Rüstung geschützt werden. Im alten Lager habe ich versucht, an etwas Erz zu kommen, indem ich meine alten Rüstungen und unnötigen Kram verkauft habe. Da das aber bei weitem noch nicht reichte, bin ich dann zu Drax und habe das Tiere ausnehmen gelernt. Worauf muss ich beim Häuten von Reptilien achten? Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Wie kann ich den Viechern das Fell abziehen? Wie komme ich an die Zähne? Mit dem Wissen ging es der Tierwelt erstmal an den Kragen. Bei Kavalorn dann den ganzen Mist verkauft und einen Batzen Erz rausgeholt. Weiter ging's. Ich hatte zu dem Zeitpunkt übrigens schon 115 Stärke und ich konnte auch schon einen Schattenläufer umboxen. Armer Fridolin. Bei Wedge im neuen Lager lernte ich dann noch Schlösser öffnen, um mir in der Burg im alten Lager den Stärketrank zu holen. Und bei Kronos noch ein Amulett der Stärke geholt. Warum der ganze Aufwand, fragt ihr euch? Ich hatte extrem Respekt vor dem Orkfriedhof und ich dachte, dass der richtig, richtig heftig wird. So viel dazu. Warum fand ich Gothic als Kind nochmal so schwer? Koanga erzählte ich dann, dass ich alles umgeboxt hatte und besorgte die Kräuter für Iberion. So wie auch schon im Armbrust-Only-Run kommt hier der interessante Part. Aber erstmal ganz wichtig, Fokus von Korkalom mitnehmen. Von Saturas aus bin ich dann auch erstmal Richtung von Fokus von Milton gegangen. Wie der ging, habt ihr ja bereits im Armbrust-Only-Run gesehen. Aber hier nochmal ganz kurz, erstmal habe ich Milton die Skelette erledigen lassen und den Wächter habe ich dann zu Lee gelockt. Perfekt, das lief ja ohne Probleme. Da, Milton! Onanlosa, wo bist du nur? Ich hab mich verlaufen. Okay, nochmal das Ganze. So, jetzt aber. Sehr gut, du hast den Talisman. Bei Diego habe ich dann erstmal versucht, den Troll zu hauen. Der hatte aber ein zu dickes Fell, also auch hier wieder weggelockt, damit Diego die Winde in Ruhe betätigen kann. Das war fantastisch. Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Hab ihn verprügelt und den Fokus in die Tasche gesteckt. Der bei Gorn war auch kein Problem. Durch die enorme Stärke konnte ich auch schon tatkräftig unterstützen. Also auch hier den Fokus eingesagt. Ah, Gorn, jetzt mach doch nicht den Milton. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Beim jungen Troll merkte ich dann, dass ich im Gegensatz zum ausgewachsenen Troll ihn verletzen konnte. Also habe ich ganz schnell geschaltet und bin weggerannt, da ich ihn ja später killen konnte, um es fürs Ulumulu die Trollhauer zu bekommen. Der letzte bei Lester. Auf dem Weg dorthin den Bluthunden gezeigt, wo der Hammer hängt. Und hier habe ich natürlich eine Abkürzung genommen. Wer hat schon die Zeit, die Leitern zu erklettern? Richtig, niemand. Kurz zurück zu Saturas. Ja, tschüss, Saturas.
Bei Gorna Todd holte ich mir dann noch die bessere Rüstung und ich liebe sie einfach. Sie sieht einfach so stylisch aus. Wenn ihr auf die Uhr schaut, wisst ihr, welche Zeit jetzt ist. Zähne? Nein, Hammer-Time. Oder da wir keinen Hammer benutzen können, Prügel-Time. Der Steingolem war hier kein großes Thema, da Faust als stumpfe Waffe gilt. Sehr praktisch. Da ich nicht wie im Armbrustrun einfach in Xardas Turm springen möchte, habe ich hier etwas anderes versucht. Seid gespannt. Ich positionierte mich nämlich so, dass der Feuergolem zwischen mich und den Eisgolem geriet und der Eisgolem somit den Feuergolem für mich tötete. Okay, Feuergolem war Geschichte. Danke dafür, Icy. Für den Eisgolem hatte ich auch schon eine Idee, beziehungsweise Lord Saradoc hatte die Idee. Grüße gehen raus. Ich lockte hier zwei Feuerwaranen von Xardas Turm zum Eisgolem, die ihn für mich erledigten. Uhuhuhu, geschafft! Glaube, das war der bisher kreativste Weg für die Golems. Bin begeistert. 10 von 10 Punkten. Mit den Infos von Xardas ging ich in Richtung Altem Kastell und verkloppte die Tempelkrieger. Versuchen, daraus eine Rüstung. Von dort weiter Richtung freie Mine und noch kurz bei Wolf vorbei. Von den Biestern ab. Das ist relativ einfach. Die Rückenplatten sind nur an deren Rändern mit dem Körper verwachsen. Nimm einfach ein Rasiermesser und schneide halb schräg an den Rändern entlang. Okay, kapiert. Mal sehen, ob ich solche Panzerplatten finden kann. Gorn half ja einiges mit. Die Gardisten der Mine umlief ich großräumig, da ich mit den bloßen Fäusten ja keinen Todesstoß austeilen kann. Wie unrealistisch. Bei solchen Dampfhämmern sollte der Schlag direkt töten. Naja, also Minecrawler verprügelt und die Platten mitgenommen. Und die Medizin für den Ork geholt. Hier. Ich habe deine Medizin gefunden. Wieder am Tageslicht ging es wieder auf Ulumulu-Suche. Also Sumpfheifer prügeln. Feuerwaran verprügeln, ja. Jungen Troll verprügeln, Schattenläufer verprügeln, ja. Orksklaven verprügeln. Ah, nee, halt, Moment, das Ulumulu bekomme ich ja auch so. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. Fremder sein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Hier. Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Wieder raus und mit Gorn. Gorn? Gorn! Gorn! Gorn, wo bist du? Gorn?
Ah, da bist du ja. Eine interessante Ork-Standarte, die du da hast. Stammt sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Es ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Ich will damit die Stadt der Orks betreten. Ich hoffe für dich, die Orks respektieren dieses Etwas. Mit Kapitel 5 kam der Part, auf den ich mich die ganze Zeit freute. Skelette und Schamane im Tempel hauen. Das wird ein Spaß. Surprise, motherfucker! Abzugsar das alten Turm und die Rüstung geholt und ins alte Lager teleportiert. Ich konnte es mir nämlich nicht nehmen lassen, Gomez eins aufs Maul zu geben. Diese Genugtuung. Mit der Formel von Xardas zu milden und das Ritual zu vollziehen. Hast du das Schwert und die Zauberformel? Wir sehen uns. Ich hab Uriziel dem Sumpfeini verkauft. Ah! Okay, streich das mit dem keine Händler umhauen. Er hat ihn fertig gemacht! So, jetzt aber. Zurück im Tempel die Tore geöffnet, dann den letzten Schamanen mit dem alten Trick gemacht. Lass dich hier nicht mehr blicken! Danach die Schwerter richtig tief reingesteckt. Das war's für den Fist Only Run. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, etwas kürzer diesmal, aber wir hatten ja viele Elemente in den anderen Runs schon und ich möchte die Videos gerne spannend halten und nicht immer und immer wieder das Gleiche zeigen. Ihr könnt aber schon mal auf den nächsten Run gespannt sein, der wird nämlich Überlänge haben. Ich freue mich riesig drauf. Lasst also gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, morgen, Abend, Mittag, was auch immer. Bleibt gesund und alles wird gut. Ja, weißt du, das hat so richtig Bam gemacht, verstehst du?